Erster Mythos, man kann 10 Abschleppfahrzeuge auf einmal in GTA 5 abschleppen. Vor mir seht ihr nämlich 10 verschiedene Abschleppfahrzeuge und ich habe diese einfach aneinander gekettet und wir werden schauen, ob es ausreicht, mit der Kraft von einem Abschleppwagen alle abzuschleppen. Schreibt es in die Kommentare, ob es funktioniert, jetzt mit Ja oder Nein, einfach in die Kommentare. So, hier fehlt nur noch ein Fahrzeug, das sich daran verketten muss und ich würde sagen, Leute, das ist dann das 10. Fahrzeug und jetzt gucken wir mal nach, ob es funktioniert. Also Leute, wir fahren los und... Oh, wait. Da ist, glaube ich, einer der Wagen nicht angeschlossen. Okay, wenn alles gut, soll das Ganze jetzt funktionieren. Und wir fangen langsam an zu beschleunigen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go! Leute, der Mythos ist auf jeden Fall wahr. Man kann 10 Abschleppfahrzeuge auf einmal abschleppen. Der und insgesamt 25 Mythen werde ich euch in diesem Video heute zeigen. Wenn ihr Bock auf einen weiteren Part habt, dann lasst ein Abo da. Nächster Mythos. Man kann einfach seine Waffe nachladen, indem man die leere Waffe einfach durchs Klettern nachladet. Leute, es ist ein sehr, sehr verrückter Mythos, aber wir gucken mal, ob es funktioniert. Also, wir schießen hier so ein bisschen rum und jetzt würde ich sagen, klettern wir einfach mal. Und no way! Es hat einfach funktioniert. Wir haben wieder 100 Schuss. Oh mein Gott, klappt das nochmal? Warte, ich probiere es noch einmal. Lol, es funktioniert einfach. Ich weiß nicht wie, aber ey, damit ihr auf jeden Fall schneller seid, klettert einfach. Es geht schneller. Mythos ist wahr. By the way, wusstet ihr das? Falls nicht, lasst ein Abo da. Und warum ist hier eine Sicherheitskamera? Vielleicht das Haus der Cameraman? Wer weiß. Nächster Mythos. Ein Reh ist schneller als ein Zug. Ja, ein sehr merkwürdiger Mythos, aber wir werden es rausfinden, ob das Ganze wahr ist. Also, wir warten hier auf den Zug, Leute. Und jetzt gucken wir mal nach, ob wir es schaffen können, dem Zug wegzulaufen. Okay, alles klar, liebes Reh. Lauf daneben. Oh, okay, wir wurden schon mal erwischt. Na los, steh auf. Komm, wir holen den Zug ein. Let's go. Lauf. Okay, Freunde, wir laufen dem Zug hinterher. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich ein ganz kleines bisschen schneller als der Zug. Let's go. Wir holen sogar den Zug ein. Okay, Freunde. Da würde ich sagen, der Mythos ist definitiv wahr. Ja, ein Reh ist schneller als ein Zug. Und tschüss. Okay, auf geht's zum nächsten Mythos. Man kann angeblich Liegestütze auf dem spitzesten Gebäude der Welt machen. Und zwar auf dieser Nadel. Wird das Ganze funktionieren? Ich bezweifle es. Wir probieren es trotzdem aus. So, wir haben hier auf jeden Fall Franklin. Und alles, was wir dazu tun müssen, ist einfach Franklin hier mitzunehmen. Und dann probieren wir es mal, ob wir ihn hier auf diese Spitze draufsetzen können. Ich probiere es mal. Aber ihr seht, er wird schon mal da tatsächlich in die Nähe von platziert. Ah, es ist ein bisschen tricky. Okay, Freunde, wir stehen auf der Spitze. Und jetzt müssen wir nur eines machen. Kann Franklin Liegestütze damit machen? No way. No way, Franklin. Es funktioniert. Und es sieht ein bisschen sass aus. Ey, das sieht auch übelst schmerzhaft aus, Alter. Franklin, Bruder, ich würde das nächste Mal dann auf jeden Fall mal einen Arzt aufsuchen. Ich weiß nicht, was mit deinem Bauch dann ist. Aber es sieht sehr, sehr schmerzhaft aus. Aber eine Sache kann ich euch sagen. Der Mythos ist wahr. Nächster Mythos. Wenn man mit einer Leuchtpistole sich selber tatsächlich, naja, trifft, dann fliegt man vom Fallschirm. Also man fällt dann runter. Ich muss jetzt hier einfach durchschalten. Elektroschocker, Leuchtpistole. Okay, wir haben es. Schaffen wir es jetzt allerdings, unseren Fallschirm zu treffen? Ich würde sagen, wir probieren es aus und... No way! Es funktioniert einfach. So, warte, wir haben noch einen Fallschirm. Und der hat eine andere Farbe. Das ist unser zweiter Fallschirm. Und ich kann zwar hier drauf schießen, es funktioniert aber nur mit der Leuchtpistole. Vielleicht klappt es auch noch mit dem Elektroschocker. Nein, okay, aber mit der Leuchtpistole, damit funktioniert es tatsächlich. Ziemlich weird, aber der Mythos ist wahr. Innerhalb des FIB-Gebäudes befindet sich eine Etage, die komplett verbrannt ist. So, Leute, wir befinden uns nämlich tatsächlich im FIB-Gebäude drin. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus, dort in die untere Etage hineinzugehen. Ich weiß nicht, wo es hineingeht. Ah, das muss der Weg sein. Okay, oh mein Gott, es ist hier richtig dunkel. Und warum flackert das Licht hier auf einmal? Leute, das ist hier ein ziemlich gruseliger Ort. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein paar Treppenstufen runter und mal gucken, welche der Türen sich öffnet. Okay, hier ist schon mal gar nichts. Vielleicht müssen wir ein bisschen tiefer steigen. Okay, die ist zu. Wie wäre es mit der Etage? Auch geschlossen. Die Etage ist auch zu. Und, yo, wie tief muss ich denn runter? Das sieht aus wie diese SCP-Prüfung. Und hier kann man dann rein. Okay, alles klar. Und wie sieht es hier aus? Oh, alles noch in Ordnung. Lol, wo bin ich hier, Bro? Was ist das hier für ein Ort? Alter, okay, warte, es wird langsam hier ein bisschen rauchiger. Wow, das wird jetzt gruselig, Freunde. Das ist jetzt richtig creepy. Was geht hier ab? Oh mein Gott.
Kann ich dort auch runter? What? Ich kann den Aufzug benutzen? Wo bin ich jetzt? Oh, Tasche Nummer 1. Da wollte ich aber gar nicht hin. Oh, ich hab's gefunden. Lol. Alter, das ist hier komplett verbrannt. Ich glaube, das hat was mit dem Story-Modus zu tun. Ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Ich war auch ewig nicht mehr in diesem Gebäude. Aber ihr seht, es ist hier einfach alles zerstört und verbrannt. Einfach ein paar Etagen des FIB-Gebäudes komplett zerstört. Wow, und da ist sogar ein riesiges Loch. Okay, Leute, ich würde sagen, der Mythos ist wahr. Nächster Mythos. Wenn man in einen laufenden Jet, also wo der Motor läuft, hier hinten reinfliegt, dann wird man einfach zurückgestoßen. Okay, wir probieren das ein bisschen anders, Leute. Wir lassen jetzt einfach los und mal gucken, ob wir weggestoßen werden und... das sollte normalerweise klappen, okay. Aber irgendwie funktioniert es hier nicht. Vielleicht, wenn ich so dagegen fliege. Okay, irgendwie funktioniert es nicht. Mythos ist also falsch. Nächster Mythos. Fische können an Land überleben. Wir werden es mal ausprobieren. So, wir suchen uns jetzt hier einfach mal unter Wasser irgendeinen Fisch raus. Kommt her, kleine Fischi-Fischis. Wo seid ihr? Irgendjemand muss hier doch sein. Hallo, irgendein kleiner Fisch oder so muss hier doch rumschwimmen. Hallo? Ey, Leute, ich brauche einen Fisch für das Video. Möchten Sie ein Video mitmachen? Hier will sich einfach keiner opfern. Ah, yo, hier ist ein Fisch. Oh, let's go. So, dich nehmen wir einfach mal an Land und mal gucken, wie lange du überlebst, Kollege. Nein. Nein! Och nee. Ja, aber immerhin gibt es heute ein schönes Festessen. Oh, Leute, der hat nicht mal eine Sekunde an Land überlebt. Also, Freunde, ihr wisst Bescheid. Das wird wahrscheinlich bei Heinz auch so sein. Das heißt nämlich, das ist falsch. Ziemlich gutes Detail, Rockstar. Der geheimnisvolle Schneemann, das Easter Egg, ist zerstörbar. Hier in diesem Lager befindet sich nämlich einfach ein versteckter Schneemann. Den kann man sich ein bisschen hier freischaufeln, indem man sich hier links und rechts mal umschaut. Und dann könnt ihr sehen, da ist er, Leute. Da hinten ist der Schneemann. Und erstmal machen wir die ganzen Kisten mal weg. So, okay, alles klar. Kisten sind schon mal weg. Und jetzt gucken wir mal nach, ob wir den Schneemann auch zerstören können. Na los! Bam, 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 bam. Okay, irgendwie müssen wir ein bisschen schwere Geschütze auffangen, glaube ich. Okay, wie wär's mit Molotov-Cocktails, mein Freund? So, oh, jetzt musst du richtig on fire sein. Ah, nein! Ah, Franklin! Okay, das Tor brennt, das wollte ich nicht. Okay, ich treffe ihn eindeutig, Leute. Ich treffe ihn eindeutig. Nichts passiert mit dem. Okay, Leute, noch eine Chance gebe ich dir. Warte mal kurz, kann ich einen Schneeball auf ihn draufwerfen? Funktioniert das? Oh, okay, passiert nichts. Okay, eine Idee habe ich noch. Oh, die Haftbomben halten auf ihm drauf. Oh, oh, okay, Leute. Der Schneemann ist ready. Der ist down. 100%. Let's go! Yeah! Ey, ihr wollt mich nicht erzählen, dass das Ding unzerstörbar ist, genau wie der Zug. Okay, der Mythos ist also falsch. Nächster Mythos, man kann die Spülung der Skibidi-Toilette aktivieren. Okay, da hinten haben wir auf jeden Fall wieder eine Skibidi-Toilette und er macht wieder hier komplett durchdrehen mit der ganzen Musik. Wir wollen wissen, können wir deine Spülung aktivieren, damit sein Kopf in die Toilette reingeht? Und ich würde sagen, wir gucken mal nach, weil normalerweise gibt es hier oben so einen Schalter, der ist nicht da, aber wir haben diesen Hebel. Und mal gucken, ob ich diesen Hebel irgendwie mit der Hand aktivieren kann. Ja, okay, ich weiß nicht, funktioniert das? Hat's geklappt? Nein, hat nicht geklappt. Okay. Ey, Mann, es muss doch gehen, dass man die Spülung aktivieren kann. Ah, warum funktioniert das nicht? Okay, Leute, das ist nutzlos. Also in GTA 5 kann man leider nicht die Spülung aktivieren. Zumindest nicht bei der Skibidi-Toilette. Mythos ist falsch. Helikopter können Wasser aus einem Pool spritzen. Wir wissen ja, Helikopter haben wirklich eine ziemlich krasse Druckkraft. Die drücken einfach die ganze Luft nach unten und zur Seite. Und jetzt gucken wir mal nach, Leute, ob man tatsächlich wie in GTA 4 auch Wasser wegdrücken kann. Wir wissen ja, GTA 4 kann so etwas. Aber ist es auch in GTA 5 möglich? Und deswegen würde ich sagen, jo, okay, okay. Wir sind schon sehr nah an dem Pool dran und ich berühre sogar gerade das Wasser, Leute. Kann ich sogar im Pool landen? Okay, es funktioniert irgendwie aus irgendeinem Grund nicht und ja, also, lol, ich hab, was? Ich hab in dem Ding einfach gelandet gerade. Okay, nein, Leute, das Wasser bleibt einfach im Pool. Ich würde sagen, der Mythos ist leider falsch. Ja. GTA 5 war also nicht so realistisch wie GTA 4. Wenn man GTA 5 als ein Westie, also als dieser kleine süße Hund spielt, ich meine, Leute, schaut euch einfach mal sein Gesicht an. Er sieht halt einfach ultra süß aus. Lasst mal ein Like da für den kleinen Westie. Und wie sollen wir ihn nennen? Ich nenne ihn einfach mal, I don't know. Ich nenne ihn einfach mal Fred. Leute, das ist einfach der Westie Fred. Mit ihm kann man angeblich in einem Bissen einen NPC erledigen. Ja, Hunde können auch gefährlich sein. Auch die kleinen Hunde können ganz gut beißen. Und jetzt gucken wir mal nach, ob er einen NPC in einem einzigen Bissen erledigen kann. Okay, oh, der sitzt sich genau hier drauf. Und jetzt gucken wir mal nach, ob es funktioniert. Let's go!
No way! Es hat einfach funktioniert! Was? Bro, der hat ja nicht mal eine Bisswunde oder sowas. Hat er gerade seine Cap fallen lassen? Okay, aber er hat ein bisschen Cash fallen lassen. Nice. Okay, es hat einfach funktioniert. Ich probiere das Ganze einfach noch einmal aus. Vielleicht funktioniert das ja hier nochmal. Und okay, die wurde einfach getroffen und läuft einfach weiter. Aber der Typ, der hat es einfach nicht überstanden. Mythos ist wahr. Man kann einen Menschen mit einer Granate einfach so schlagen. Und dann, ja, egal, ob sie explodiert oder nicht, ist egal. Aber man kann sie auf jeden Fall mit der Granate schlagen. Und ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus, Leute. Wir nähern uns jetzt einfach mal hier ein paar NPCs an. Und dann gucken wir mal nach, ob das Ganze funktioniert mit der R-Taste. Okay, so, ich würde sagen, ich drücke mal die R-Taste. Visier ihn an. LOL, das hat einfach funktioniert. Hey Leute, nicht so schnell weglaufen. So, ich probiere es mal aus und... Und, klappt es? Hey Leute, ihr müsst schon stehen bleiben, verstehen Sie? Ihr müsst schon stehen bleiben und... Komisch, ich habe das irgendwie hinbekommen gerade. Vielleicht klappt es nur bei stehenden NPCs. Okay, ich würde sagen, wir probieren das mal. Und... Es funktioniert halt einfach wirklich, Leute. Und ich habe immer noch meine Granate. Sie ist zwar nicht explodiert, aber das wäre halt auch einfach kein Vorteil. Aber ja, das ist wahr. Let's go. Man kann eine Granate in ein Golfloch reinwerfen. So, dann würde ich sagen, wir probieren es mal. Ich positioniere mich hier so ein bisschen und... Oh, Vorsicht, Franklin! Und, okay, die haben wir noch nicht getroffen, aber wir haben immerhin die Flagge jetzt weggemacht. Jetzt müsste es aber irgendwie funktionieren, okay. So, langsam und behutsam. Vorsicht. Und landet sie drin? Nein, sie hat leider nicht... Oh, daneben! Vorsicht! Das ist schwer. Okay, ich guck mal. Klappt es? Nein, es hat gerade nicht geklappt. Oh nein, die war fast drauf. Wow. Was ist gerade passiert? Alter, das ist viel schwerer, als ich dachte, weil ich muss das Ganze jedes Mal von neu machen. Oh. Yo, die ist reingerollt. Sie ist definitiv reingerollt. Let's go. Okay, ihr habt es nicht ganz gesehen, aber die ist genau, wenn man sich ein Replay anguckt, die ist da genau reingerollt. Also, Mythos ist wahr, es ist nur extrem schwer. Nächster Mythos. Kann man eine Signalfackel in ein Golfloch werfen? Normalerweise sollte das eigentlich ziemlich schwierig sein, weil, naja, das Teil ist, naja, ihr wisst schon, das ist ein bisschen ziemlich groß. Ich guck mal, ob es funktioniert. Und rollt es rein. Ich weiß nicht so recht. Es ist richtig schwer, das Teil zu bewegen. Aber Leute, ich probiere es. Oh mein Gott, ich seh einfach kaum etwas. Warte, vielleicht kann ich das ja so machen. Oh, yo, das könnte es sein. Leute, es ist hier alles voll. Ich sehe hier nichts. Nein, ich habe keine mehr. Oh, okay. Haben wir es wenigstens einmal geschafft? Ich glaube nicht. Warte, kann ich die draufschieße? Nein, man kann sie nicht bewegen. Okay, ich würde sagen... Es ist leider nicht möglich. Aber vielleicht mit einem Baseball. Naja, vielleicht probieren wir es nächstes Mal. Im nächsten Part. Also, Mythos falsch. Franklin kann auf einem Fließband stehen bei der Sägefabrik. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wir sehen hier eindeutig, da ist ein Fließband und es rollt sehr schnell. Wenn wir draufstehen, dann müssten wir eigentlich entweder umkippen oder uns wegrollen oder keine Ahnung was machen. Ich guck mal, ob wir da drauf kommen. Oh mein Gott, Leute. Moment der Wahrheit. Ich stehe drauf und... Leute, ich glaube, wir rollen uns hier gerade gar nicht weg. Ich glaube, das funktioniert nicht. Der Mythos ist falsch. Schade. Bonus-Mythos. Und zwar, wenn ich mich unter diese ganzen Regen stelle, dann wird Franklin komplett dreckig. Weil, wie gesagt, das ist ja richtig viel Sägespäne und Dreck. Wenn ich da drunter gehe, dann bekomme ich eine richtig krasse Dusche ab. Und ich probiere es mal. Und Franklin, kriegt er was ab? Wie sieht es in First-Person-Modus aus? Ja, ich sehe, Leute, es sieht absolut krass aus. Und ja, wir stehen direkt darunter, aber nein, wir sind komplett sauber. Also Bonus-Mythos hier an der Stelle. Und er war leider falsch. Nächster Mythos. Wenn man mit einem RPG auf seine Füße drauf schießt, dann wird man das überleben. Was meint ihr? Let's go! Nein, man überlebt es nicht. Leider nicht. Nächster Mythos. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich als Maike spiele und diesen Filter habe. Wenn man das Ganze hier an diesem See auf dem Wasser macht, dann soll man das überleben. Es macht keinen Sinn, warum das hier klappen soll. Deswegen, wir probieren es. Let's... What? Das... What? Wie ist das passiert? Moment, das klappt doch nicht. Okay, Leute, wir leben hier gerade in einer alternativen Realität. Ich glaube, wir leben hier in einer Simulation oder sowas. Ey, oh mein Gott, wie funktioniert das? Das funktioniert ja die ganze Zeit. Hui!
Der Mythos ist wahr. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht. Rockstar Games, macht das bitte auch in GTA 6. Ich liebe diese Glitches. Mythos ist wahr. Nächster Mythos. Mit dem Up-and-Atomizer kann man unendlich oft Ragdoll. Man muss einfach nur hier drauf schießen und dann, Leute, die ganze Zeit die Schießentaste drücken. Und ihr könnt sehen, ich drücke die ganze Zeit die Schießentaste und ich habe den größten Spaß meines Lebens. Hui. Wo werden wir landen? Meinst du, wir werden ins Wasser kommen? Ich habe keine Ahnung, wo wir nach 5 Minuten stehen. Okay, alles klar. Wir müssen das normal machen. So. Und perfekt time. Und Leute, man kann einfach sich wegbeamen. Und naja, es funktioniert nicht immer, aber es funktioniert durchaus ziemlich lange. Mythos ist wahr. Der nächste Mythos ist ziemlich krass. Und zwar, wenn man mit Franklin abhängt, während er mit Chop abhängt und man Chop angreift, wird Franklin sich vor Chop stellen, ihn verteidigen und dann wird er euch angreifen. Es wäre eine völlig logische Reaktion. Deswegen gucken wir mal nach, ob das Ganze auch passiert. Deswegen, Chop, es tut mir leid, Bruder. Nimm das! Und Franklin? Was willst du sagen? Ey, du machst ja gar nichts. Hey! Franklin? Das ist dein Hund? Bruder, du bist ja eiskalt, ey. Der dreht sich nicht mal nach seinem Hund um. Bruder, ich will dir was fragen. Hinter dir ist Chop. Und Chop ist nicht mehr Chop. Also er ist Chop Chop. Ihr wisst schon, was ich meine. Bruder, okay. Alles klar. Okay, Franklin, du bist echt ein kalter Mensch. Leute, ich bin sehr traurig. Ich hätte nicht erwartet, dass Franklin so kalt ist. Mythos ist leider falsch. Wo wir jetzt bei Franklin sind, sind Franklins Fenster eigentlich kugelsicher? Ihr wisst ja, normalerweise sind die Fenster nicht kugelsicher, aber ich meine, ich habe schon die zahlreichen Videos zu Villen gemacht, wo ich einmal dagegen laufe und das ganze Fenster zerspringt. Also ihr kennt schon, Leute, die Panzer... Naja, die Panzerglas-Villen nicht. Alles klar. Hast du noch ein paar Worte zu sagen? Nein? Okay. Let's go! Okay, warte. Ich glaube, ich muss ein bisschen stärkere Waffen nehmen. Na, okay, das funktioniert nicht. Dann weißt du was. Vielleicht funktioniert das ja. Let's go! Bruder, das gibt's doch nicht. Er redet von innen. Alles klar. Okay, weißt du was? Du hast es nicht anders gewollt. Raygun! Oh, da hat er drauf reagiert. Okay, Alter. Das trifft ihn ein bisschen, aber... Bam! Und bam! Ist das Glas kaputt? Oh mein Gott, es ist wirklich kugelsicher. Franklin, du hast ein gut qualitatives Haus. Sehr gut, Mythos wahr. Der nächste Mythos ist, Trevor kann mit seiner Spezialfähigkeit den Zug überleben. Leute, er wäre der einzige Charakter, der eine Chance hat, gegen den Zug es aufzunehmen. Und deswegen würde ich sagen, warten wir mal auf den Zug. Ich glaube, er kommt gleich. Vielleicht muss ich mich ja umdrehen. Freunde, das ist ein kleiner Funfact am Rande. Und zwar, die Züge kommen niemals, wenn ihr auf den Gleisen seid. Ihr müsst immer ein Stückchen von den Zügen weglaufen, von den Zuggleisen. Erst dann kommen die Züge. Ich verstehe es nicht, aber es ist so. Okay, Trevor, das ist dein Moment. Wirst du es überleben? Ich glaube an dich. Alles klar. Okay, wir behalten die Lebensleiste im Blick. Fähigkeit ist aktiviert. Und wird das überleben? What? Alter, was? Er hat es eiskalt überlebt. Oh mein Gott. Trevor, das gibt's nicht. Das ist ein Segen. Er kann es mit dem Zug aufnehmen. Leute, der Mythos ist wahr. Ich wusste das bis heute nicht. Ich spiele das Spiel seit fast 10 Jahren. Und ich wusste nicht, dass Trevor den Zug überleben kann. Wusstet ihr das? Wenn nicht, dann abonniert den Kanal. Und GTA 6 kommt nächstes Jahr raus. Nächster Mythos. Der Kipplaster ist stärker als ein Flugzeug. Ich würde sagen, Leute, wir testen das Ganze aus, Freunde. Während das Flugzeug hier landet, werden wir es versuchen, mal anzugreifen. Und ich würde sagen, Leute, let's go. Kipplaster gegen Flugzeug. Was ist stärker? Let's go! Ja! Yes! Freunde, der Kipplaster hat diesen Kampf gewonnen. Oh mein Gott. Okay, warte mal kurz. Ich glaube, das Ding fängt gerade Feuer. Oh oh. Leute, ich glaube, das Ding hat auch den Geist aufgegeben. Aber immerhin ist das Flugzeug... Okay, ich weiß nicht, was stärker ist, weil beides ist explodiert. Aber der Kipplaster hat ein bisschen länger durchgehalten, also... Würde ich sagen, Mythos ist wahr? Nächster Mythos. Hotdogs sind zerstörbar und können explodieren, wenn man auf sie schießt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wir sehen dort auf jeden Fall einen Burger. Und ich glaube, dort sind Hotdogs. Okay, Leute, da haben wir auf jeden Fall die Hotdogs. Wir gehen in den First-Person-Modus und gucken nach. Gehen sie kaputt und explodieren sie? Oh nein, sie explodieren halt wirklich in gelb. Blau-roter Form. Und funktioniert das bei den Burgern auch, Leute? Einfach mal ein kleiner Fun-Fact, ob das bei den Burgern auch funktioniert. Und...
What? Warum kam da so ein rotes Zeug raus? Okay, yo. Warum klappt das bei denen, aber bei den normalen Burgern nicht? Ich check's nicht. Aber es ist möglich, also Mythos ist wahr. Und der letzte Mythos, Freunde. Wenn man auf einem LKW draufsteht und ihn dann zerstört, fällt man nicht runter. Okay, ich würde sagen, das testen wir mal aus, Leute. Halfbombe einfach mal auf den Motorraum drauf. Und jetzt stelle ich mich einfach ganz hinten an den LKW. Okay, let's go. Sprengen wir den LKW. Und in 3, 2, 1, let's go. Yeah. Okay, ich bin, glaube ich, wegen der Explosion da rausgeflogen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Und oh, hier ist noch der Kampfjet, den ich platziert habe. Also Leute, das ist falsch. Und damit würde ich sagen, das waren insgesamt 25 Mythen in GTA 5. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch einen weiteren Part haben wollt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao!